Heutzutage kann man sagen, dass man klassische Telefone eher im professionellen Bereich sieht. Seit Beginn dieses Jahrtausends sind Smartphone-Flaggschiffe großer Marken wie Apple und Samsung aufgetaucht. Wir alle warten darauf, dass wirklich revolutionäre Smartphones entstehen, die sich von der Masse abheben. Jetzt ist es 2020 und mehr aufstrebende Marken haben einen großen Anteil am Weltmarkt gewonnen. Diese Marken können die großen Marken von morgen sein. Und damit hallo allerseits, heute werden wir in diesem Video die 5 besten Smartphones des Jahres 2020 sehen. Bevor ich anfange, abonniert gerne den Kanal und vergesst nicht den Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt. Macht euch bereit, jetzt geht's los. Wir beginnen mit dem Nokia 8.1. Es hat eine Full-HD-Auflösung und eine Bildschirmgröße von 6,18 Zoll. Mit der Bildschirmhelligkeitstechnologie kann man das Display auch bei direkter Sonnenstrahlung gut sehen. Das Smartphone ist mit einem Qualcomm Snapdragon 710 Prozessor und 4 GB RAM ausgestattet. Dieses Set bietet dem Benutzer eine hervorragende Ausführgeschwindigkeit für alle täglichen Aufgaben. Die Laufzeit des Telefons erreicht dank des 3500 mAh Akkus und der Optimierung des Android 10 Systems 2 Tage. Außerdem bietet dir das Smartphone die Möglichkeit zum schnellen Aufladen. Das Nokia 8.1 ist ebenfalls Teil von Android One. Das bedeutet, dass die Benutzeroberfläche vereinfacht wurde und Nokia darauf verzichtet hat, ein eigenes Overlay einzusetzen. Dies dient dazu, das System zu optimieren und schneller zu machen, damit man die Leistung des Handys voll ausnutzen kann. Ein großer Vorteil dieses Smartphones ist, dass Nokia 2 Jahre Software-Upgrades und 3 Jahre monatliche Sicherheits-Updates bietet. Man muss sich also erstmal keine Sorgen darum machen, dass das Smartphone durch fehlende Updates instabil, fehleranfällig oder unsicher wird. Zu den Kameras. Die Frontkamera hat 20 Megapixel. Auf der Rückseite befinden sich zwei 12 und 13 Megapixel Sensoren. Die Fotosensoren der Marke werden wie immer mit Optiken von Carl Zeiss hergestellt. Trotz der ganzen Technik wiegt das Smartphone keine 200 Gramm, sondern lediglich 180. Das Smartphone unterstützt Wi-Fi und Bluetooth 5, 4G, LTE und NFC. Es ist ebenfalls mit GPS und RGPS und weiteren Geolokalisierungssystemen ausgestattet. Der interne Speicher beläuft sich auf 64 GB, kann aber auf 400 GB aufgestockt werden. Weiter geht es mit dem Samsung Galaxy S20 Ultra. Das über ein 6,9 Zoll Display mit Quad HD und Dynamic AMOLED 2X Technologie verfügt, welches über 16 Millionen Farben darstellen kann. Das Smartphone ist mit einem 2,73 GHz Prozessor mit 8 Kernen und 12 GB RAM ausgestattet. Dieses Set bietet eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit, um selbst komplexeste Anwendungen auszuführen. Die Akkulaufzeit von 5000 mAh hängt von der Nutzung ab. Sie beträgt 17 Stunden bei 4G-Nutzung, 18 Stunden bei Wi-Fi und 25 Stunden bei 4G LTE. Der Prozessor des Smartphones passt sich bei der Nutzung an und spart, wo es nur geht, Energie. Zu den Kameras. Vorne sind es 40 Megapixel, hinten hat die Wide-Angle-Kamera 108 Megapixel, 12 Megapixel gibt es für die Ultra-Wide-Kamera und 48 Megapixel für die Telefotokamera. Um im Dunkeln oder bei Nacht Fotos in guter Qualität zu erhalten, reicht es, den Nachtmodus zu aktivieren. Die Kamera macht dann mehrere Aufnahmen und kombiniert sie, um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Mit dem digitalen Zoom-System, das bis zu 100-fach Zoom ermöglicht, kannst du Bilder aus der Ferne aufnehmen, ohne an Qualität zu verlieren. Die Videoaufnahme bietet eine Auflösung von 8K bei 24 Bildern pro Sekunde. Mit 8K kannst du 4-mal schärfere Aufnahmen als mit Ultra HD machen und 16-mal schärfere als mit Full HD. Das Gesamtgewicht dieses Smartphones beträgt 220 Gramm. Das Smartphone unterstützt Wi-Fi, Bluetooth 5, 4G, 5G und NFC. Es ist auch mit verschiedenen Sensoren wie einem Fingerabdrucksensor, Beschleunigungsmesser, Barometer und Näherungssensor und weiteren ausgestattet. Der interne Speicher beträgt 128 GB und kann auf 1 TB aufgestockt werden. Schauen wir uns jetzt das Apple iPhone 11 Pro Max an. Das sind 4 Speichergrößen 64, 128, 256 und 512 GB erhältlich ist. Es ist wasserdicht mit einer IP68 Zertifizierung. Das Smartphone verfügt über ein 6,5 Zoll Super Retina XDR Display. Es ist mit dem A13 Bionic ausgestattet, welcher zusammen mit der Neural Engine der dritten Generation kommt.
Das Material und die Komponenten bieten wie immer eine optimale User Experience. Die Akkulaufzeit des Telefons hängt von der Nutzung ab. 12 Stunden Videostreaming, 20 Stunden Videowiedergabe und 80 Stunden Audiowiedergabe. Ein 18 Watt Schnellladeadapter liefert eine 50%ige Ladung in nur 30 Minuten. Zu den Kameras. Auf der Rückseite befindet sich eine Dreifachkamera mit 12 Megapixel Ultraweitwinkel, Weitwinkel und Teleobjektiv. Die Frontkamera liefert ebenfalls ein Bild mit 12 Megapixeln. Mit einer Blende von 2,2. Bei der Videoaufnahme hinten und vorne können die Kameras mit 4K-Videos und 60 Bildern pro Sekunde überzeugen. Das Smart HDR-System bietet eine gute Bildqualität im Nacht- und Porträtmodus. Die optische Bildstabilisierung hilft dabei, das Bild immer scharf zu halten und Ruckler zu vermeiden. Das Gesamtgewicht des iPhone 11 Pro Max beträgt 226 Gramm. Es unterstützt Wi-Fi, Bluetooth 5, NFC, LTE und natürlich GPS. Das auf diesem Gerät installierte Betriebssystem ist iOS 13. EarPods mit Lightning-Anschluss werden mit dem Gerät geliefert, ebenso wie ein Netzladegerät. Weiter geht es mit dem Xiaomi Mi 10 Pro. Das Smartphone verfügt über ein 6,67 Zoll Display mit 3D AMOLED-Technologie und P3 Farbskala. Das Smartphone ist mit einem Qualcomm Cryo 585 Prozessor mit 2,84 GHz und einem Arbeitsspeicher von 8 GB ausgestattet. Dieses Set bietet ebenfalls eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit, um selbst die komplexesten Anwendungen auszuführen. Es ist mit einem 4500 mAh Akku ausgestattet, der eine schnelle Aufladung mit 50 Watt ermöglicht. Zu den Kameras. Auf der Vorderseite befindet sich eine 20-Megapixel-Kamera, mit der Videos in HD mit 30 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden kann. Auf der Rückseite befinden sich 4 Kameras mit 8, 12, 20 und 108 Megapixel. Der Rücksensor kann 4K-Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde und 8K-Videos mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Es bietet auch einen Zeitlupen-Videomodus mit bis zu 960 Bildern pro Sekunde im 720p und 1080p. Der interne Speicher beträgt 256 GB. Der lineare Lautsprecher des Mi 10 liefert kraftvollen Stereoklang. Das Smartphone unterstützt WLAN und Bluetooth 5.1. Außerdem werden die Mobilfunknetze 3G, 4G, 4G+ und das neueste 5G-Netz unterstützt. Das Gesamtgewicht des Mi 10 Pro beträgt 208 Gramm. Das mit dem Smartphone gelieferte Zubehör umfasst ein Netzteil, ein USB-C-Kabel, ein Audioadapter von Typ C, eine Schutzabdeckung, einen Stift für die SIM-Karte, eine Bedienungsanleitung und eine Garantiekarte. Zu guter Letzt kommen wir zum Huawei P40 Pro, das über ein 6,58 Zoll OLED-Display mit Full-HD-Auflösung verfügt. Es ist mit einem Cortex 76 Octa-Core-Prozessor ausgestattet. Der Grafikchip ist ein Mali G76 16-Core. Das Betriebssystem ist das EMUI 10.1 basierend auf Android 10. Der Arbeitsspeicher beträgt 8 GB, während der Speicher 256 GB beträgt und mit weiteren 256 GB erweiterbar ist. Auf der Rückseite befindet sich ein 50-Megapixel-Kamerasensor, eine 40-Megapixel-Kamera, eine 12-Megapixel-Kamera und ein 3D-Sensor. Das Gerät zeichnet Videos im 4K-Format mit 60 Bildern pro Sekunde auf. Mit dem Frontsensor können 32-Megapixel-Fotos geschossen und 4K-Videos aufgenommen werden. Der 4200 mAh-Akku kann mit 40 Watt Supercharged-Ladegerät schnell aufgeladen werden. Dieses P40 unterstützt GPS, 3G, 4G und 5G-Netze sowie die drahtlosen Datenverbindungen mit Wi-Fi, NFC und Bluetooth 5.1. Das mit dem Telefon gelieferte Zubehör ist ein Ladekabel, ein USB-Kabel vom Typ C, ein USB-Freisprechkit, eine Kurzanleitung, ein SIM-Tool und eine Garantiekarte. Das Gewicht des Geräts einschließlich Akku beträgt 209 Gramm. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Welches Smartphone ist für dich das beste Smartphone 2020? Schreib es gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lasse gerne ein Like da und das Abo, das gibt's natürlich kostenlos für dich. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und wer sogar die Glocke aktiviert, erhält die neuesten Nachrichten rund um unsere Videos in Echtzeit. Was uns auch interessieren würde, magst du lieber iOS oder Android? Schreib uns gerne einen Kommentar dazu. Wir sehen uns dann bald schon wieder im nächsten Video. Bis bald!